Hallo zusammen. Boah, kalt ist es. Ich stehe heute hier an der Ruine von Burg Falkenstein, um ein cooles Landschaftsbild zu machen, hier am Sonnenaufgang. Mein Ziel ist es, in diesem Video euch zu zeigen, wie ich diese Seen, hier gibt es so 3-4 Seen vor mir, wie ich die aufnehme. Mit einem Objektiv, mit einem Tele möchte ich es aufnehmen, ohne Filter, ohne Schnickschnack, einfach nur Kamera, Objektiv und vielleicht vom Stativ aus. Und wenn ich ein schönes Bild von den Seen aufgenommen habe, werde ich meinen Blick noch Richtung Bergspitzen hier im Allgäu richten, um da vielleicht auch die ersten Sonnenstrahlen oben auf dem Berggipfel einzufangen. Mehr ist es nicht, das versuche ich umzusetzen. Mal schauen, ob es einfach ist, ob es schwierig ist und ob es überhaupt gelingt. Ihr seht ja auch diese Burg im Hintergrund, ja? Die kann man auch fotografieren, aber da bin ich jetzt, finde ich zumindest, zu spät da. Die Sonne geht da hinten schon auf und die Burg kommt eigentlich richtig geil, wenn es dunkel ist. Das lasse ich jetzt, ich konzentriere mich wirklich auf die Seen. Die zeige ich euch mal, wie die aussehen. Man sieht hier im Vordergrund einen Weißen See, Hopfensee und Forgensee da hinten. Oh, da habe ich auch schon mal ein cooles Foto oder mehrere coole Fotos gemacht an diesem Forgensee, als er abgelassen war im Winter. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte das Bild von den Seen mit dem 16 bis 35 machen auf 35 mm. Dann müsste ich aber extremst reinkroppen, also in der Nachbearbeitung. Weil sonst habe ich hier zu viel schwarze Fläche auf dem Bild, die noch nicht angeleuchteten Baumspitzen. Deswegen versuche ich es jetzt tatsächlich auch mit dem Tele-Objektiv. Wo ist es hier? Von dem Tamron 70 bis 180. Und meine Hoffnung ist, alle Seen auf 70 mm einfangen zu können. Das muss man einfach ausprobieren. Es könnte gut funktionieren. Ich bin weit genug weg. Aber wissen tue ich es erst, wenn ich durchschaue. Ne? Jetzt gehe ich erstmal hier zum schönen Spot, wo ich auch freie Sicht habe. Ich glaube, das hier, der Ort hier eignet sich gut. Hier kann ich wirklich sicher stehen. Jetzt könnte man ja annehmen, man läuft hier hoch, hat eine wunderschöne Aussicht, kann sein Foto machen, bam, fertig. So einfach ist es aber nicht, weil ich bin auf der Suche nach einem besonderen Foto, also nach einem schönen Bild. Und heute ist es so, dass keine oder fast keine Wolken am Himmel sind. Zumindest sie sind nicht da, wo ich sie haben will. Und wenn Wolken rosa angeleuchtet werden, ist es halt einfach immer schön. Morgengrauen, aber das habe ich jetzt nicht. Die Wolken sind da hinten links, nicht über dem See. Schade. Was machen wir? Weil ich wollte mich jetzt eigentlich eher hier auf diese ein, zwei, auf den Forgensee und auf den Weißen See konzentrieren bei meiner Bildkomposition, aber es funktioniert nicht. Was halt hilft, ist immer mal wieder durchzugucken durchs Objektiv und die Lage zu beurteilen. Und was ich halt beim Sonnenaufgang total geil finde, die Luft ist so schön klar und unverbraucht, unverdorben. Und da kann man schon schöne Bilder hinkriegen. Es geht aber relativ schnell. Ihr seht, wie schnell es jetzt wirklich hell wird. Und ich habe noch kein Bild gemacht, weil es taugt mir halt einfach noch nicht. Ach Gott, wisst ihr, was ich mache? Ich versuche jetzt ein Panorama hier mit dem auf 70 mm. Aus 3, 4, 5 Fotos. Da habe ich einfach jetzt die Hoffnung, noch ein bisschen was von den Wolken drauf zu bekommen. Ja, und die Seen. Also schwierige Kiste, schwierige Nummer. Haut mich nicht um, aber das ist jetzt das, was ich draus machen kann. Vor lauter Gelaber, jetzt hier vor der Kamera, da habe ich nicht vergessen, hier gibt es schöne Bergspitzen. Wenn die vom ersten Sonnenlicht angeleuchtet werden, könnte das auch nochmal ein tolles Bild werden, vielleicht auf 180 mm, wenn ich mir wirklich so eine Bergspitze einfach mal heraussuche, um ein Panorama anzufertigen. Mache ich es jetzt so mit meinen einfachen Mitteln. Ich habe den L-Winkel hier auf meiner Kamera drauf. Schraube die Kamera hier so rein. So, morgen! Wenn ich jetzt das Panorama machen will, muss ich hier auf meine Libelle gucken, dass die Kamera wirklich, beziehungsweise das Stativ wirklich optimal in der Waage steht. So gut es geht. Das könnte jetzt schon sogar funktionieren. Das sehe ich hier an dem Punkt.
Okay, und jetzt richte ich mal meine Kamera aus. Und zwar so, wie ich das Bild dann nachher auch auf 70 mm machen möchte. So in etwa. Ja. Also da behelfe ich mir jetzt auch mit der Wasserwaage. Auf zwei Dinge habe ich jetzt eben geachtet. Ne? Hier Wasserwaage, das Stativ gerade steht und die Kamera in der Waage ist. Wenn ich jetzt hier drehe und dann sehe ich, okay, cool. Die Kamera bleibt jetzt wirklich in der Waage beim Drehen. Jetzt kann ich hier ein paar Fotos machen, ja, nicht runterfallen. Also bei so einem Panorama ist es auch echt wichtig, dass ich das erste Foto mache. Dann drehe ich die Kamera und lasse 30% überlappen. Dann drehe ich die Kamera wieder, dann überlappe ich wieder 30% vom letzten Foto. Und wenn ich diese fünf Bilder habe, dann kann ich die ganz einfach in Lightroom zusammensetzen. Das ist ganz easy, das zeige ich euch nachher noch. Aber jetzt mache ich erstmal das Bild, weil die Sonne ist gleich da und dann ist es vorbei. Okay, jetzt zu der Einstellung. Ich mache das Ganze jetzt hier mit einer Auslöseverzögerung von 2 Sekunden. Suche mir jetzt auch eine passende Blende aus. Nehmen wir mal eine 6er oder sowas. Komm, alles scharf. 8er Blende passt. Und die richtige Belichtungszeit. Und dafür gehe ich hier in mein Histogramm rein und schaue mir das mal an. Hier seht ihr nochmal das Histogramm, die Anzeige des Histogramms. Ja, hier wäre es zu hell. Und auf 1/15, 21, 1/15, 1/20. Jetzt bleibe ich mal tatsächlich lieber hier schon auf 1/20. So, jetzt muss ich aber noch manuell fokussieren. Und da schauen wir mal rein ins Bild, was man hier machen kann. Da muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Aber so schaut es schon sehr, sehr scharf für mich aus. Gut. Und dann funktioniert das Panorama ganz gut hier im manuellen Modus. Dann machen wir das erste Bild. Zack. So. Jetzt drehe ich die Kamera ein bisschen. Lasse sie überlappen. Zack. Zack. Schön. Kriege ich noch gut hin. Jetzt gibt es sogar noch 2, 3 Wölkchen. Zack. Zack. Jetzt könnte ich es eigentlich noch weiter treiben und einfach mal weiter drehen. Oder mehr Bilder, als ich machen wollte. So Freunde, das war jetzt schon das erste Panorama, was ich angefertigt habe. Könnte doch ein ganz gutes Bild sein. Ich habe darauf geachtet, dass ich hier oben noch etwas Luft lasse. Ne? Weil ihr seht, wenn man die Kamera dreht beim Panorama, dass man eben die Bergspitzen nicht abschneidet. Deswegen ja, habe ich hier oben einfach ein bisschen Himmel und Luft gelassen. Und das Ganze müsste eigentlich auch im Querformat funktionieren. Da brauche ich natürlich viel, viel weniger Fotos. Aber da habe ich halt auch nicht so viel Himmel drauf. Ich bleibe auf 70 mm und sehe, ich bin leider jetzt nicht mehr in der Waage durch das Kamerawechseln. Geht da echt schnell, ne? Muss man sagen.
So, die ersten Besucher sind auch schon hier oben. Es ist nicht mehr leise hier. Aber egal. Jetzt machen wir das Bild nochmal. Das sind wahrscheinlich nur 3 Fotos. 1. Drei. Boom. 3 große Seen, 3 Fotos. Passt. Ja, jetzt warte ich noch 2-3 Minuten, bis diese Bergspitzen angeleuchtet werden. Und dann werde ich auch auf 180 mm vielleicht wirklich nur die Kuppe, die Bergspitze aufnehmen. Es dauert wahrscheinlich noch ganz, ganz kurz, aber ist schon schön. Und was ich eigentlich auch noch machen will, dieses Hotel Falkenstein, was da unten zu sehen ist, das zeige ich euch mal. Hier habe ich ja übernachtet, da unten im Hotel. Ja. Ich habe kein geiles Bild gesehen. Irgendwie auf Instagram von denen. Vielleicht mache ich einfach mal von hier oben jetzt noch eins. Und dann schenke ich es denen. Wenn ihr zum Beispiel auch im Morgengrauen, so wie ich, da seid und wisst nicht genau, wo die Sonne aufgeht, dann könnt ihr euch mit der Fotopilz-App echt behelfen. Die habe ich auf meinem Telefon installiert. Und dann geht ihr einfach auf den Button hier Sonne zum Beispiel. Und dann gibt es hier bei Sonne den AR-Modus. Und im AR-Modus, wenn man den anklickt, dann arbeitet das Telefon und dann sieht man wirklich die Laufbahn der Sonne und sieht ganz genau, wo sie aufsteigt. Jetzt ist es soweit, oben die Bergspitze wird angeleuchtet. Jetzt suche ich mir noch eine richtige schöne Bildkomposition raus. Und da arbeite ich auch ein bisschen mit der Linienführung. Stell die Bergspitze scharf, macht das Bild auch auf einer 8er Blende, ISO 100 und 1/50 Belichtungszeit. Schön. Ich kann es euch echt empfehlen, auch bei so einem einfachen Bild wirklich mit dem Stativ zu arbeiten. Da kriegt ihr Ruhe rein, da verwackelt nichts, das Bild ist schön horizontal ausgerichtet. Ist einfach wunderschön so. Und auch viel einfacher finde ich noch auch, als aus der Hand zu fotografieren. So, jetzt ist die Sonne da. Jetzt wird es hier auch schön warm. Unten im Tal habe ich noch einen super schönen Flusslauf entdeckt. Und was mir da besonders gut gefällt, sind die langen Schatten der Bäume. Also sieht auch noch mal cool aus. Jetzt schauen wir mal, ob es im Weitwinkel besser kommt, das Foto. Oder wirklich wieder mit der langen Brennweite. Oh, schaut schon schön aus, so. So, die Bilder habe ich jetzt schnell aus der Hand gemacht, weil ich einfach den Vergleich haben möchte. Lange Linse oder Weitwinkel. Also schon cool, wenn man 2 Linsen dabei hat, um da maximal flexibel zu sein bei solchen Bildern. Vor allem, wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet, macht es schon Spaß, da rumzuprobieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Deckel ab. Wow, das sieht ja cool aus. Also mit so einer Langlinse macht es jetzt in dem Fall für mich keinen Sinn, alles aufzunehmen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf das kleine Detail, auf den Flusslauf, auf die Kurve da unten. Also das ist jetzt so ein Bild, da arbeite ich wirklich mit Linienführungen und schaue auch, dass dieser Fluss bei mir irgendwie rechts unten in die Ecke zuläuft. Ah, das sieht gut aus. Auf dem Bild habe ich noch so eine kleine Hütte, die daneben im Fluss ist. Das sieht schön aus. Also
das Bild für mich macht es cool durch diese langen Schatten von den Bäumen. Wow. Ey, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass mir dieses Bild erstmal vor die Linse kommt und dass mir das sogar so gut jetzt gleich gefällt. Ich habe mich hier eher fokussiert auf Bergspitzen, hier schön auf die Seen. Aber das eigentlich coole Motiv und das schwierige Motiv ist dieser Fluss darauf. Wow, jetzt bin ich ein bisschen happy. So, ich bin jetzt hier oben durch am Berg mit meinen Fotos. Die Sonne steht schon relativ weit oben. Ich packe jetzt zusammen. Hey, wenn euch das Video irgendwie weitergebracht hat oder auch nur unterhalten hat, gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit. Abonniert auch gerne meinen Kanal, das kostet euch nichts. Und dann kriegt ihr weitere Videos von mir. Das motiviert mich unheimlich weiterzumachen und euch mitzunehmen zu meinen Fototouren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Sigi, heute von Burg Falkenstein aus dem Allgäu. Thank you.